Liane, das ist nicht das Gesicht, das wir sehen wollten heute und vor allem auch nicht der Ellbogen, den wir sehen wollten mit dem Blut. Wie sehr schmerzt, sowohl seelisch als auch körperlich? Ja, seelisch jetzt gerade im Moment mehr auf jeden Fall, weil ja, es ist schade. Ich war da mit dem Besten, hatte auf jeden Fall die Beine heute. Ich war immer unter Kontrolle und ja, ich war nicht in großen Schwierigkeiten am Berg. Und dann ist Demi Vollering vor mir weggerutscht in der Kurve. Und ja, hat mich mitgenommen, ich hatte keine Chance. Und ja, sie schafft es zurück und ich nicht, weil ich meine Kette noch wieder drauf machen muss. Und das ist umso frustrierender, ehrlich gesagt. Du hast schon gesagt, du hattest die Beine, du warst an dem Anstieg ganz vorne dabei. Was geht einem da durch den Kopf in dem Anstieg, bevor es zum Sturz kommt? Ja, ich wusste halt, dass es meine Chance ist heute und ich wollte die unbedingt nutzen. Und das hat auch alles so weit geklappt. Und ja, was ich im Kopf hatte, einfach, dass ich heute die Etappe gewinnen möchte. Es war mein großes Ziel, mindestens Podium, aber gewinnen war mein Ziel. Und ja, dann ist alles in einer Bruchsekunde halt eigentlich vorbei. Du hast trotzdem noch ziemlich hart weitergekämpft, bist mit Elise Chabi dann eine knappe Minute hinter der Spitze gefahren. Noch die Hoffnung gehabt und wann kam der Punkt, wo du gedacht hast, okay, macht keinen Sinn mehr? Ja, genau, irgendwann schon irgendwie. Und dann am letzten Berg habe ich dann ehrlich gesagt einfach sie gehen lassen, weil ich will mich dann einfach für morgen ein bisschen erholen, gerade mit den Verletzungen. Und dann bin ich halt in der Abfahrt nicht ganz langsam gefahren, weil ich wollte einfach auch nicht, dass die Gruppe kommt und noch irgendein Risiko eingehen. Deswegen bin ich dann einfach so zum Ziel, dass ich alleine ankomme. Ein Wort noch zu den Verletzungen. Der Ellbogen ist offen. Du hast eben auch zum Team gesagt, irgendwas an der Hüfte noch. Was hast du mitgenommen? Ja, ich muss jetzt mal schauen, wie es ist. Hüfte tut gerade ziemlich weh. Und ich habe auch meine Rippen ein bisschen gemerkt, aber ich muss alles abchecken lassen. Und ich denke jetzt mal nicht, dass es was Schlimmeres ist, hoffe ich. Danke dir, erhol dich gut. Danke.